Volksnah kann er und auch die Massen begeistern. Das hat Karl Theodor zu Guttenberg im letzten Bundestagswahlkampf bewiesen. Die Situation in Deutschland beobachtet er aber sonst aus den fernen USA. Im N24-Interview erklärt er, was er von der Regierungsbildung in Deutschland hält. Nach 4 Monaten Koalitionsgewurschtel überrascht einen eigentlich nichts mehr. Trotzdem, glaube ich, dürfen wir erleichtert sein, dass jetzt ein erster Schritt gemacht wurde hin zu einer hoffentlich dann auch wieder stabilisierenden Regierung. Dass die jetzt nichts wirklich Neues bietet, liegt in der Natur der Sache. Eine Aufbruchstimmung kann zu Guttenberg in Deutschland nicht entdecken. Die GroKo sei aber noch besser als eine konfliktbeladene Jamaika-Konstellation. Von daher ist die traditionelle Zwei-Parteien-Koalition wahrscheinlich die stabilere. Ob sie nun für einen Neustart steht, wird sich weisen müssen. Ich glaube, da müssen einige noch gewisse Sprünge vollziehen, um den Menschen auch das Gefühl zu geben, das ist tatsächlich auch etwas, was in die Zukunft reicht. Zu Guttenberg sieht die Kanzlerin in einer starken Position, wenn sie für die Interessen der Union kämpft. Die Kraft der Bundeskanzlerin wird sich daran bemessen, wie sie aus den jetzigen Koalitionsgesprächen herauskommen wird und wie sie sich letztlich auch darin dann zu positionieren weiß, mit ihrer Partei und mit den Unionsparteien. Und dann ist der Auftrag 4 Jahre und nicht 2 Jahre, wie manche schon murmeln. Mit viel Erfahrung, also ich traue ihr schon zu, dass sie das auch entsprechend stark wird führen können. Auch ihm würden einige aus der CSU Führung zutrauen. Trotz des Jubels in Bayern sieht er seinen Platz nach wie vor in den USA.